Vom 10. bis zum 21. Juni steht Feldkirch ganz im Zeichen Frankreichs. Im Rahmen des Feldkirch-Festivals werden in der Montfortstadt vielseitige Werke französischer Komponisten aufgeführt und französisches Lebensgefühl vermittelt. Im Mittelpunkt des Festivals steht die einstündige Oper Le Marmel du Tires Jazz. Die französische Sopranistin Magali Léger zeigt sich begeistert. Et justement dans ce spectacle, Le Marmel du Tires Jazz, c'est là où on a le... Dieses Stück von Le Marmel de Tiresias, das wir jetzt sehen werden, zeigt ganz ideal das Theater und die Musik, diese Verbindung von Theater und Musik. Und vor allem ist es ein sehr französisches Stück, hat einen besonderen Humor, man hat sehr viel Freude und Spaß dabei, es ist eben dieser Surrealismus, es zeigt eine gewisse Seite von Frankreich und es ist wirklich ideal, so zu dieses Feldkirch-Festival zu starten. Während des Festivals wird Feldkirch zu einer französischen Kleinstadt. Kulturell und kulinarisch lernen die Besucher das typisch französische Leben kennen. Je pense on peut parler de la nourriture. Ganz besonders französisch ist sicherlich mal das Essen, aber auch die Liebe und der Humor und einfach das Savoir-vivre, also das Leben wissen, das Leben genießen. Aber ich denke, das ist auch in Österreich so. Aber als Französin muss ich es ganz besonders betonen. Das ist Liebe und Humor. Très français, c'est comme ça que sont perçus aussi les Français. Savoir vivre, parce que il est 10 heures du matin et au petit déjeuner. Das Savoir vivre ist sichtlich auch in Österreich vorhanden, da es 10 Uhr früh ist und es schon ein Champagner auf dem Frühstückstisch gibt. Présent en Autriche. Nicht nur wegen des Champagners fühlt sich die junge Französin in Vorarlberg sehr wohl. Im Gegensatz zu Paris sei es so schön ruhig, dass man sich fast wie im Urlaub fühlt. Je peux dire, liebes Publikum macht Kinder. Je peux dire guten Tag, auf Wiedersehen. Et comment dit, freuen Sie sich auf die Aufführung morgen.